Da ist das Lilia schon fast alle, aber wir haben ja genug Lilia. Wir warten ja eigentlich nur noch auf Nachteinbruch. Und ja, wir haben es uns jetzt mal gespart, eine menschliche Armee. Ich höre. Zu machen, auch wenn wir es rasch wie der Wind hier. Jedenfalls bedingt eine menschliche Armee. Es gibt nämlich kein Aria auf dieser Map. Rasch wie der Wind. Los, Schwestern! Was das Ganze halt wieder etwas doof macht. Schweres Breitklingen. Rasch wie der Wind. Auch gut. Seid auf der Hut. Und ja, es wird langsam dunkel. Ja, man könnte auch theoretisch die Armee von da aus angreifen. Oh, man sieht langsam, wie hier der Sonnenschatten kommt. Also im Gegensatz zu dem hier, was Kriegsnebel ist, ist das ja so der Schatten der Sonne, die langsam untergeht. Was heißt der Schatten der Sonne? Der Schatten, der durch die untergehende Sonne geworfen wird. Und ja, wenn der Mond kurz vor Mitte ist, hier oben in der Zeitanzeige, dann opfern wir das Lenia. Für was auch immer, die immer noch da rausgehen. Was ist euer Begehr? Bäume abzuholzen, wenn hier drin überall Bäume sind, die schon abholzbar sind. Durch unseren Förster gepflanzt. Während wir auf die Dunkelheit warten, können wir ja hoffen, dass wir den da nicht aggroen. Oh, wir aggroen aber den anderen. Na komm, du Ork-Veteran. Können wir mal versuchen, die Kiste zu öffnen? Ja. Nehmen wir erst den mittleren. Dann den rechten. Da die denken. Okay, nochmal. Machen wir rechts. Mitte.
Links? Nochmal Mitte? Rechts? Links? Rechts? Links? Mitte? Okay, müssen wir immer neu starten. Rechts? Links? Mitte? Rechts? Mitte? Links? Nö. Mitte? Links? Rechts? Mitte? 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 Nö. Okay, ich glaube, dafür kriegen wir sogar noch eine Quest für diese Kiste. Ja, wir opfern jetzt Lydia. Das Lydia setzt sich im Wasser des Bunds auf. Die Bombe der Umgebung beginnt zu murmeln und zu flüstern. Jo, wir haben Dryaden. Also eine Dryade kontrolliert Bier. Und die anderen folgen ihr? Ja, vorwärts! Und mit denen können wir uns den Weg freikämpfen. Der Weg nach Osten wird von der Armee Brannigans bewacht. Im Norden und im Süden sind große Lager, von denen aus die Truppen das Land kontrollieren. Es wäre besser, diese Lager zu zerstören, bevor der Bruch nach Osten gewagt wird. Ja, das haben wir schon vorwärts gemacht. Und ja, die Dryaden sehen aus wie Elfinnen, als Geisterform. Bereit, folgt mir. Mir nach. Hier, sofort. Nur, dass diese Dryaden, glaube ich, Max-Level sind und sterblich sind. Und so gut wie alles wegtöten können, was ihnen in den Weg kommt. Vorwärts. Schnell. Genau, alles one hit, ne? Können. Imperiale Mülze, Butters Hammer. Amethyst. Damit haben wir das letzte Lager zerstört. Oh, hier sind doch Knochen. Ja, Dryaden sind immun gegen Magie. Die Dryaden wirken Instant Death. Die Dryaden sind unbesiegbar eigentlich. Also jedenfalls hier auf dieser gibt's nichts, was sie töten kann. Weil sie von hinten alles oder tun mit ihrem Zauber einfach alles gleich umbieten. Unverzüglich.
So, dann können wir danach noch die zwei Skelette da unten auf... auspacken, meine ich schon sagen. Gucken, ob hier noch irgendwo was umleuchtet. Ja, das ist das Schöne. Plünderbare Sachen, die wir einmal aufgedeckt haben, bleiben aufgedeckt. So habe ich zum Beispiel in meinem ersten Playthrough das Skelett endlich mal gefunden, auf der letzten Map. Oh ja, sehr schön. Neues Spielzeug für uns. Zauberzone der Heilung, den haben wir schon auf 2, gell? Ja. Überleg nur gerade, wie man Zauber wegschmeißt. Ah ja. Bei den beiden brauchen wir nicht mehr. So, wir können uns aufmachen ins nächste Gebiet. Stehe verstanden. Dadurch sind dann all unsere Helden und alles verloren. Außer die Dryaden. Und die zu heilen, ist wie Tropfen auf den heißen Stein. Ja, weiter zum Windlerpass. Der Gürtel vom Wendigen Strom ist durchbrochen. Du gehst weiter nach Osten durch das Portal ins Windland. Ja. Und da ist Ruhe. Ich habe ihn eingeholt. Und er scheint mit irgendwelchen komischen Metallviechern zu kämpfen. Und das hier ist nicht Hauptmann einer, sondern jemand anderes. Also, die Befreiung von Shiel ist gelöst. Was wir halt nicht haben, ist die Wundtinktur. Ja, Wildland und Shiel. Also wir sind jetzt im Wildland. Vielleicht finden wir hier Flankondos dann. Ja. Genau, jetzt erstmal mit unseren Runen Ordnung machen. Die austauschen. Kämpfer Malvra, das heißt Kämpfer Istvan, können wir aussortieren. Und den Rest lasse ich erstmal so, weil für den Magier, den extra Magier, hätte ich gerne einen extra Slot. Also Heiler, Schütze und Kämpfer möchte ich lieber so drin lassen. So, du kannst den erstmal tragen, sagen wir nicht tragen können. Kannst die tragen? Einfacher Diebeshelm. Gleiche Rüstung können wir noch nicht tragen. Also trägst du auch den. So, waffenmäßig. So eins natürlich. Seelenstachel 5 bis 9. Okay. Cool. Und jetzt noch Ringe. Lindwurmauge wäre nicht schlecht für dich. Und der Ring der Diebe.
Tja, Blind vom Auge könnten wir theoretisch auch tragen. Aber wir tragen ja schon zwei gute Ringe. Gut. Ah, und dann noch mit den elfischen Sachen hier. Also einmal Windschütze als neue Fernkämpferin, die statt mehr Holz Ledian braucht. Und den Elenhain und eine Schützenhalle, die wir zum Glück beide haben. Und eine Heilerin, was praktisch ist, die auch einen Elenhain braucht. So, mittleres Haupthaus. Und ja, hier könnten wir es so machen, könnten den Turm wieder vorne hinpacken.